Aufwendige Recherchen kosten viel Zeit und natürlich auch viel Geld. Das genaue Hinschauen, das Vor-Ort-Fahren, das bleibt aber ganz essentiell für einen Journalismus, der unabhängig und kritisch sein will. Die Recherchestipendien sind mit 5.000 Euro dotiert. Sie sollen Journalisten die Möglichkeit geben, frei von finanziellen Zwängen und mit Hilfe von erfahrenen Mentoren Themen zu vertiefen und zu realisieren. Und zur Vergabe darf ich jetzt Jurymitglied Professor Volker Lilienthal auf die Bühne bitten. Herr Lilienthal, sagen Sie ein paar Worte zu den Stipendien der Otto Brenner Stiftung. Was ist das Besondere? Was zeichnet die aus? Die stärksten Argumente, Frau Höfer, haben Sie eigentlich schon genannt. Zunächst, es gibt ja viele Recherchestipendien, vielleicht nicht viele, es könnte noch mehr geben, es gibt aber manche. Und sicherlich sind alle Stifter von Recherchestipendien davon überzeugt, dass Recherche der Qualitätstreiber im Journalismus ist. Aber die Recherchestipendien der Otto Brenner Stiftung unterscheiden sich davon ein bisschen. Und das sind drei wichtige Elemente. Erstens, die Jury orientiert sich schon ein bisschen am Credo von Otto Brenner, dem Namenspartner, nämlich dass nicht Ruhe und Unterwürfigkeit die erste Bürgerpflicht ist, sondern kritische Wachsamkeit. Und das allzeit. Und danach lassen wir uns leiten, wenn wir zum Beispiel unsere Anträge sichten und dann eben die wichtigsten, auch sozial und politisch ausgerichteten Themen auswählen und dann eben fördern. Dann denke ich, dass 5.000 Euro großzügig sind, eine auskömmliche Gabe, um es den Stipendiatinnen und Stipendiaten zu ermöglichen, eine gewisse Zeit befreit von Broterwerb, ein Thema recherchierend und damit auch vertiefend zu verfolgen. Das ist das zweite Element. Und das dritte Element ist eben die Begleitung durch Profis. Wir schicken die jungen Leute nicht einfach los, nun mach mal, sondern wir stellen ihnen Mentoren an die Seite, die diese Stipendiatinnen und Stipendiaten auf ihrem Weg der Recherche beraten und damit auch fördern im Sinne von Coachen. Und das, die Mentoren wählen wir natürlich so aus, dass sie möglichst eine Fachexpertise für das jeweilige Thema haben. 30 Bewerbungen rund, glaube ich, waren es in diesem Jahr. Für wen hat sich die Jury entschieden? Wir haben uns entschieden für Bernd Kramer, den ich jetzt vielleicht auch hochbringe, weil mit denen will ich ja jetzt reden, ne? Ja, oder wir holen Sie gleich, sagen Sie kurz was zu den Projekten, wir holen Sie Bernd gleich. Bernd Kramer, der will schreiben über Sklaverei in der modernen Arbeitswelt, und zwar auch hier in Deutschland. Marianne Falk, die Beziehung zwischen Pharmaindustrie und Zuckerindustrie beleuchtet, ein überraschender Zusammenhang zunächst. Und ein drittes Stipendium, darüber sagen wir gar nichts. Wir sagen weder, was das Thema ist, noch sagen wir, wer die recherchierende Person ist. Das hat, dass wir das verdeckt machen, hat den Grund, dass wir den Informationsfluss nicht behindern können. Es geht da um interessierte Kreise, möchte ich mal andeuten. Und diese schlafenden Hunde sollen nicht vorzeitig geweckt werden. Gut, dann möchten wir Bernd Kramer jetzt und Marianne Falk hier oben begrüßen und auch den Stipendiaten aus dem letzten Jahr, Philipp Haser. Hallo. So, ich darf vielleicht mit den neuen Stipendiaten beginnen, also des neuen Jahres, und da mit Bernd Kramer, ein Journalist, der aus Hamburg zu uns gekommen ist. Herr Kramer, es gibt eine Schätzung, wonach allein in Deutschland 14.500 Menschen in sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen ihr Dasein fristen. Kann das stimmen? Soll ich? Ja, das ist im Prinzip auch die Frage, die ich mir stelle oder der ich nachgehen möchte. Ich halte die Zahl, oder sagen wir so, solche Schätzungen sind natürlich immer mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Das hängt stark von der Definition natürlich ab. Es ist schwer zu erheben. Jetzt gab es neue Zahlen, also das war eine Zahl, die von einer NGO stammt. Es gab jetzt neue Zahlen für Europa und ja, den vorderen Orient, glaube ich, wo man auf 16 Millionen kam. Also das ist jetzt nicht weiter differenziert für Deutschland, aber zumindest denke ich, dass es irgendwie dieses Phänomen gibt, und man las auch, oder man hat auch so das ein oder andere mitbekommen, ob es jetzt irgendwie 14.000 sind oder 20, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist zumindest eine nennenswerte Zahl, der man nachgehen sollte.
Und in welcher Richtung wollen Sie recherchieren? Was wollen Sie belegen? Also das ist natürlich jetzt, ich habe den Antrag auch relativ breit geschrieben, das betrifft natürlich verschiedene Felder oder verschiedene Branchen sind da, glaube ich, relativ anfällig. Also ich glaube, ein Bereich, der einen näheren Blick lohnt, wären so haushaltsnahe Dienstleistungen, Stichwort zum Beispiel Pflege. Da gibt es tatsächlich Menschen, die sozusagen in den Privathaushalten leben, die das dann teilweise selbstständig machen und für die es zum Beispiel keine Arbeitszeitbeschränkungen gibt und die natürlich total abhängig sind von ihrem Auftraggeber. So, das muss jetzt nicht alles schlecht laufen, aber ich glaube, da läuft ziemlich viel schlecht und das könnte man sich auf alle Fälle anschauen. Ich hatte auch mal ein bisschen recherchiert Richtung Au-pair, woraus dann nicht wirklich was geworden ist, was auch ein Bereich ist, wo so Regulierungen eigentlich gefallen sind. Das heißt, also es gibt jetzt eigentlich kaum mehr so Intermediäre, die sozusagen die Au-pairs betreuen, wenn sie in Deutschland sind, also Agenturen, die auch irgendwie haftbar zu machen sind, sondern das ist eigentlich so ein Wildwestmarkt. Und also ich glaube, dass es da in diesem Bereich ziemlich viel gibt. Und sonst gibt es natürlich noch ein paar andere Branchen. Ich habe jetzt neulich zufällig, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich ein bisschen so im Bereich Versandhandel recherchiert hatte, gehört von einem Gesprächspartner, der sagte, dass es so diese Subunternehmerstrukturen, über die dann so aus Osteuropa zu sehr schlechten Bedingungen Leute herkommen und sich auch kaum zu wehren wissen, auch im Versandhandel gibt, also Logistik von Subunternehmen von Hermes und so weiter. Also es ist offenbar nicht nur die Fleischerei, die viel beschrieben ist, sondern auch sowas. Sie sagten gerade Wildwestbranche und natürlich ist es auch ein verschlossenes Milieu, in das Sie da eintauchen wollen. Mit welchen besonderen Schwierigkeiten rechnen Sie bei der Recherche? Ja, also es ist natürlich irgendwie strafrechtlich geregelt, insofern gibt es auch Rechtsprechung, über die man an Rechercheansätze hat, allerdings relativ wenig. Es gibt andererseits Beratungen. Ich glaube, was so das Schwierigste ist, ist wahrscheinlich auch das Vertrauen von Betroffenen zu gewinnen, darüber zu sprechen. Also ich glaube, dass es vielleicht einfacher ist, irgendwie Fälle zu finden, aber dann irgendwie die Leute auch dazu zu bekommen, dass sie sprechen, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Also man sieht ja irgendwie, wie wenig Fälle sozusagen eigentlich vor Gericht landen und das wird wahrscheinlich bei der Recherche auch ein ähnliches Problem sein. Sie werden diese Probleme lösen. Wir trauen es Ihnen zu. Deswegen hat sich die Jury für Sie entschieden. Vielen Dank, Herr Kramer. Marianne Falk ist aus München zu uns gekommen, Journalistin und Filmemacherin. Ich sagte es eben schon bei meiner Themenvorstellung, zunächst ein überraschender Zusammenhang. Wir kennen alle die bitteren Pillen und wir kennen den Zuckerguss allenfalls bei Placebos. Vielleicht erklären Sie dem geneigten Publikum kurz, worum es bei Ihrem Thema geht. Genau, also ich begleite das Thema Zucker jetzt schon aus mehreren Perspektiven seit einigen Jahren, also ob es um die Zuckerproduktion geht in Brasilien, die Zuckerrüben oder eben auch die gesundheitlichen Aspekte. Und mir ist natürlich aufgefallen, dass das eine, gerade wenn es um Diabetes geht, das ist eine Krankheit, die wie von einem Pharma-Manager erfunden wurde. Also man kann eben auf der einen Seite ganz toll schön alles essen, was die Industrie herstellt. Und wir ernähren uns nun mal hauptsächlich von gezuckerten Produkten, ohne dass wir es wissen. Ungefähr 75% aller Lebensmittel haben diesen Stoff in sich und tragen ihn in sich. Und wir essen das einfach im Brot, in Krautsalaten und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann erkranken an Typ-2-Diabetes, darum geht es eben, ist eine Lebensstilkrankheit, wenn wir dann daran erkranken, dann verdienen daran Krankenhäuser, es verdienen daran Pharmafirmen und so weiter. Und man kann sich das alles auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ein eindrückliches Beispiel ist zum Beispiel die Behandlung eines diabetischen Zehs oder Fuß. Wenn der amputiert wird, verdient das Krankenhaus einfach mehr daran. Aus Ihrem Recherchestipendienantrag wissen wir schon, dass es auch um Nestlé gehen wird, also einer der ganz Großen der Lebensmittelbranche. Keine Angst, sich mit den ganz Großen anzulegen? Nein,
Also erstens habe ich das schon einige Male gemacht, ob das jetzt Monsanto ist oder auch die Zuckerverbände, die mich auch schon in den Fokus genommen haben. Also ich kann einfach nur recherchieren und das offenlegen, was ich dann vielleicht bei der Recherche erlebe. Ja. Sie sind eine Journalistin sowohl mit Print- wie auch Fernseherfahrung. Können Sie schon prognostisch abschätzen, wird es eher ein Film oder ein großer Artikel? Da warte ich jetzt einfach mal, was auf mich zukommt, genau. Da mögen Sie sich nicht festlegen. Nein, also Multimedia mache ich eben auch sehr gerne, weil man da eben auch sehr viel in die Tiefe erzählen kann und ich eben auch das visuelle Gestaltungsmittel einsetzen kann. Aber genauso würde ich natürlich auch gerne einen Film dazu machen. Letzte Frage an Sie. In Ihrer Selbstvorstellung haben Sie darauf hingewiesen, dass Sie sehr gerne in Teams arbeiten, sowohl national wie international. Und wir haben ja gerade in jüngerer Vergangenheit erlebt, dass es so viele transnational arbeitende Journalistenteams erklecklichen Output erarbeiten. Paradise Paper, Panama Papers. Was meinen Sie? Ist das die Zukunft des Journalismus, kollaborativ zu arbeiten? Ja, also ich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Also wenn man den richtigen Partner oder die richtige Partnerin trifft, dann ist das sehr befruchtend. Recherche ist ja sehr zeitintensiv. Vielleicht hat der eine Dokumente oder Zugänge zu Quellen, zu Informanten, die man selber nicht besitzt. Und wenn man das Wissen teilt und dann einfach weiß, man zieht gemeinsam an einem Strang, kann sich auch mal helfen, wenn es vielleicht gerade schwierig wird oder es eine Durststrecke gibt in der Recherche, dann ist es auf jeden Fall sehr erquicklich. Ja, vielen Dank, Frau Falk. Das sind die beiden neuen Stipendiaten und jetzt kommt Philipp Haser. Philipp Haser ist aus Köln zugekommen. Er ist Stipendiat des letzten Jahres, als wir ganz, ganz streng sein mussten und nur ein Recherchestipendium vergeben haben. Deswegen sind wir so froh, dass wir in diesem Jahr wieder drei sehr vielversprechende Projekte haben. Philipp Haser arbeitet nun länger schon an Ihrem Thema. Das Thema ist Wohnungsmarkt, Wohnungsbaumarkt in Köln. Herr Haser, warum dieses Thema? Ich bin Lokaljournalist in Köln und schreibe dort für eine Kölner Lokalzeitung und ich habe festgestellt, dass wir immer wieder über einzelne Bauvorhaben schreiben, die das Potenzial haben, Quartiere zu verändern, die von den Menschen sehr aufmerksam verfolgt werden. Es hat aber eigentlich immer die Zeit gefehlt, mal einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze in Blick zu nehmen und mal zu gucken, was in welcher Interessenlage ist denn, sind denn solche Projekte eingebettet? Beim Wohnungsmarkt ist natürlich sehr viel Geld im Spiel. Wo viel Geld im Spiel ist, werden Spuren hinterlassen. Gleichwohl, ich stelle mir vor, Investoren sind nicht gerade gesprächig. Welche besonderen Schwierigkeiten traten in Ihrer Recherche auf? Es ist eine hochspezialisierte Branche. Es ist ein eigenes Rechtsgebiet. Es gibt Finanzkonstrukte, die darauf aufbauen und das will natürlich niemand offenlegen, dass das war eine Schwierigkeit. Und sich da reinzuarbeiten und so eine Bilanz sich mal anzuschauen und zu verstehen, was da eigentlich drinsteht und was das mit den Wohnungen zu tun hat, die dann in der Stadt entstehen und wer daran verdient und wie Spekulation funktionieren könnte und woran man das erkennt, das hat eine Weile gedauert. Ja. Bei diesem Thema geht es ja eben nicht nur um die Gewinnpläne von Großinvestoren, sondern es geht um lebenswerten Wohnraum für viele und deswegen ist es ein sozial hochrelevantes Thema. Und wir haben Ihnen an die Seite gestellt gleich zwei Mentoren, sogar recht prominente. Wie haben Sie sich betreut gefühlt bisher? Hervorragend. Also Hector Harkötter und Frank Überall haben sich sehr viel Zeit genommen, haben mir vor allem am Anfang Zeit gegeben, haben mich auf die Schiene gesetzt quasi, haben in einem langen Gespräch einfach mal gesammelt, was sie so wussten. Ich habe erzählt, was ich wusste und wir haben das zusammengeführt und aufgeschrieben. Und ich habe im Laufe der Recherche immer wieder gemerkt, dass die Fragen, die von den beiden kamen, die Anregungen, dass die wieder auftauchten, dass ich die zurückmelden konnte, dass da was zurückkam. Und dann eben hat der Hector vor allem über die Texte geschaut und Anregungen gegeben, was jetzt Gewichtung angeht, also das Handwerkliche auch, was lehrreich ist und was sonst auch im redaktionellen Alltag manchmal unter den Tisch fällt, zu oft. Ein paar Berichte gibt es von Ihnen schon. Was wird noch kommen? Was werden Sie noch publizieren? Also jetzt wird demnächst was erscheinen zu den Genossenschaften in Köln, die von der Ausrichtung gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen sind. Und es wäre, glaube ich, sehr wünschenswert, wenn die mehr bauen würden, die aber eben vor ganz spezifischen Problemen stehen. Und das wollte ich beleuchten.
Und dann das nächste, was ich mir vorgenommen habe, wird so eine überblicksartige Geschichte sein, wo dann so ein bisschen die einzelnen Akteure und die Interessenlage anhand von Beispielen und an konkrete Bauprojekte zurückgebunden zusammengestellt wird. Haben Sie jetzt die Zeitung genannt oder habe ich die überhört, wo jetzt was kommt? Der Kölner Stadtanzeiger hat Interesse signalisiert. Okay. Ja. Vielen Dank, Herr Kramer. Frau Falk. Frau Falk, Herr Haser, Herr Kramer, die Jury sagt toi, toi, toi. Applaus